So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir einen durchaus riskanten Kampf zum Guten gewendet, haben ihn geschafft und ja, ich war sehr froh. Und wir können jetzt endlich diesen kalten Norden hier verlassen, denn hier gibt es nichts mehr zu tun. Aber vorher nochmal im Waffenladen vorbeischauen, denn wir müssen jetzt eigentlich genug Geld haben. Und eventuell gibt es hier schon Artefakte. Ja, Artefakte sind nicht nur normale Waffen, sondern seltene Waffen. Wie zum Beispiel den gesegneten Ankh hier, der glaube ich für Mia ist, oder? Ja. Schön. Denn diese Waffe entfesselt immer irgendwas. Und das ist sehr stark, wenn das entfesselt wird. So, Spieleticket. Hexenstab wird jetzt unnütz. Jawohl, das wird es. So. Was tragen wir denn eigentlich? What? Dacht schon. Der hat immer noch sein Gaul Schwert. Oh Mann. Elfenrapier, ja. Okay. Ja, das gibt's bei normalen Waffen. Ich brauch nix. Aber verkaufen möchte ich doch mal. Zwar Öltropfen ist eh Quatsch. Das spielt die. Das Glücksmedaillon behalte ich. Die ganze Rauchbomben, dann. Nein, den Maßstern nicht. Den Maßstern nicht! Dann ein Gegengift. Das Hammer ist was, wir werden wir bald brauchen. Die Heilkräuter brauchen wir auch nicht. Dann das Kurzschwert, dann dieses Reisejacke. So. Hat den Garrett noch was? Ja, natürlich hat Garrett noch was. Ich wollte gleich beide verkaufen, danke. So, dann hier das Elixier. Und dann noch deine Schlafform. Yay! Hast du noch? Natürlich hat er auch noch was. Mann! Ein Holzstab hat er sogar noch. Schamanenstab ist unverkäuflich. Ja, die hat auch noch. Mann! Jetzt ist wohl echt Zeit, dass ich langsam mal enden will. So. Und jetzt kann ich nämlich hier ganz schön einkaufen. Adeptenkleider, hebt PP an. Ja, das kaufe ich doch mal. Für jeden. Würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Dann wird mein Geld schon wieder ziemlich alles sein. Schätze ich. Aber Adeptenkleider ist cool. Mehr PP ist grüßig. Ja, blubber, blablabla. So. Gib mir deine Sachen. Jo. Ja, alles klar. Nein, ich wollte das eigentlich nicht. Ich sag geben. Geben, jo. Wer bekommt denn die Fläschchen? Die bekommen... Mia. So, jetzt nochmal sortieren hier und dann passt der Lack. So, gibt's hier auch noch ein Inn? Ja, das gibt's natürlich. Dann werde ich mich noch schnell heilen, dann machen wir uns auf in Richtung Süden. Denn dort geht es jetzt weiter. Und da ich schon das Hermeswasser geholt habe, muss ich auch später nicht nochmal in den Norden, weil das habe ich ja schon vorweggenommen. Außerdem wollte ich Mia davor haben, weil Mia ist cool. Ja, Mia ist cool. So, ich sag, renn schneller. Und diese Gegner werden wir nochmal vernichten. Erdbeben. Dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr darstellen. Da wir Mia noch haben. Plasma. Erdbeben. Ja, da gehen die ersten schon kaputt. Guck's dir nur an. Und er überlebt. Garrett kommt wieder mal nicht zum Zug. Cool. Ja, die Gegner sind kein Problem mehr. Nachdem wir den letzten Kampf im letzten Part geschafft haben, kann uns nichts mehr schocken. Okay, das war jetzt dumme Verteilung, aber egal. Die werden nicht alle sterben. Es stirbt keiner. Okay. Ah, das war dumm. Also, es war nicht dumm. Level 11 Junker, jawohl. Ich sage, es sei Level gestiegen. So, und jetzt gehen wir durch diese Höhle hier. Das kann ich noch nicht machen. Okay. Doch, das kann ich schon machen. Nämlich diesen Eisblock hier kann ich schmelzen, indem ich das Feuer hier ranschiebe.
Bringt das mir jetzt eigentlich was? Ich weiß nicht. Und Monster, ja, was mache ich denn mit euch? Stalagmit, Vulkan und ihr beide greift an. Stalagmit. Ja, der überlebt. Und da ist der gesegnete Ank aufgeheult. Aber Vulkan wird ihn vernichten. Ja, natürlich. Gut, dann greift ihr alle an. Zack. Schmetterer, yeah. Ja, man sieht schon, diese Aufheulen der Waffen macht durchaus mehr Schaden als normale Waffen. Ja, Fläschchen, ole, das hätte ich zwar schon früher holen können, aber... Uwey! So, dann hier kann ich nichts machen, nee. Irgendwo kann ich doch noch was machen. Euch vernichte ich, nein, nicht Stalagmit. Flammenwand, Plasma und Tundra. Erdbeben, yeah! Und Tundra wird sie alle vernichten. Ja, jetzt kommt wieder mal nicht zu. So. Hier oben, gab's hier oben noch was? Kann wir jetzt eigentlich schon Regenschauer? Ey, aber Frost mit diesen kann man übrigens, Dingens einfrieren. Wie heißt's? Kann ich mir jetzt schon Regenschauer lernen? Das ist nämlich auch eine Synergie, mit dem man, Wasser... Ah, Regenschauer, genau. Mit Duckfeet kann ich, glaube ich, diese Flamme hier löschen. Oder? Ja, schön. Genauso wollte ich das haben. Jetzt kann ich darauf. Fragt sich nur wie. Indem ich die Gegner vernichte. Flammenwand, Plasma, Tundra. Fuck. Schon wieder die Hälfte vom Part um, ich habe noch nichts geschafft. Ole! Naja, egal. Ja, wieder ein Level aufgestiegen, schön. Glaube ich weiß, was ich mir erst mal kaufe, wenn ich in die nächste Stadt komme. Ja, das war Fail. Das war Fail, ich habe keinen Bock. Ja, schön, ich konnte fliehen. Wahnsinn. Wie komme ich denn darauf? Hallo? Hallo? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich konnte schon wieder fliehen. Was geht jetzt ab? Was kann ich denn mit diesem Teil hier machen? Hä? Hä? Wie komme ich bitte darauf? Es muss trotzdem in diesem Raum hier sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Geht weg! Warte mal, wie oft kann ich jetzt fliehen? Ist ja schon ungewöhnlich für Golden Sun Verhältnisse. Wie komme ich darauf? Wie? Ah! Wie komme ich darauf? So auch nicht. Ah, da oben ist ein Steinkreis. Okay, das merke ich mir. Ich vergesse es aber eh wieder. Ah, so komme ich darauf. Aha. Okay, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, Leute. Ich weiß doch Bescheid. Wir machen, da können wir auf jeden Fall jetzt noch nicht hin. Aber ich merke es mir schon mal für später. Machen wir uns auf den Weg wieder in Richtung... Wie hieß die Stadt? Emil? Ja, Emil, glaube ich. Warum, ich greife gar keine Monster an. Was ist los? Das ist aber wirklich seltsam. Ja, ich hätte nichts sagen können. Und da unten war doch eine Stadt, nicht wahr? Da kaufe ich mir das, was ich mir jetzt kaufen wollte. Ja. Und zwar gibt es hier nämlich... wo ist es da? Gemischtwarenladen. Und da gibt es ein besonderes hier, was ich jetzt haben möchte. Nein, nicht das. Und zwar hier. Heilige Feder. Reduziert Monsterangriffe. Ja, das möchte ich doch haben. Das bekommt mir. Wie viel nehme ich denn mal? 8 Stück. So. Spieleticket. Ja, wie immer. Ja, ja, ja. So, dankeschön. Ja, tschüss. Und dann können wir auch diese Stadt schon wieder verlassen. Und ich zeige euch jetzt, was es mit diesen seltsamen Bäumen hier auf sich hat. Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt. So, hier unten ist eine Sperre, wo wir eigentlich nicht durchkommen, wie ihr seht.
Tür ist fest verschlossen, aber... dieser Block hier sieht doch seltsam aus, oder? Verschieber! Yeah! Na, einfach ist das. Ja, und hier sieht man schon, lauter Bäume. Bäume, die wie Menschen aussehen. Setzen wir doch mal Geistleser ein. Nein, das war Wirbelwind. Schade. Falscher Kopf, ja, das ist richtig. Geistleser, mal sehen, was sie denken. Sie haben den Fluss überquert, nachdem sie uns hinuntergestoßen haben. Das ist furchtbar. Wie kann man so etwas nur tun? Sie? Was ist hier nur los? Machen wir bei dem auch nochmal Geistleser? Wenn sie nicht an Land gezogen wird, wird die Strömung sie mitreißen. Was meinen die Bäume nur? Ja, diesen Abschnitt des Gebiets hätten wir zwar schon früher gekonnt, aber ist ja egal. Ne? Nein, ich hätte natürlich erst das Hermeswasser gebraucht. Und da hätte ich... Na gut, ich hätte es doch nicht gebraucht, aber ich wollte es doch nicht machen. Sagen wir es mal so. Gab es hier eigentlich einen Shin? Nee, hier gab es keinen Shin. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich möchte jetzt noch das erreichen, wo ich hin möchte. Denn hier oben... Oder war es das? Ah nee, das... Diese Cutscene wollte ich eigentlich noch nicht auslösen, aber egal. Gut, dann schauen wir sie halt an. Was ist los, Ivan? Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden. Was ist das? Sau! Ah, was geschieht? Einverstanden, jemand greift meinen... Ich bin aufstehen! Du stehst doch! Ach, jetzt liest du. Ja, was war das, Leute? Was war's? Oh nein, Glittergedings! Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Glittergedings, ich sag's doch, es glittert! Ist es das, was diese Leute zu Bäumen? Wir müssen weg von hier! Ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen! Oh oh! Oh nein, wenn es uns berührt, werden wir zu Bäumen! Ja, was ist das? Ein Schutzschild? Scheint ja nicht bei uns zu wirken, dieses Glittergedings. Isaac, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere hat sie uns geschützt. Ja, siehst du doch. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, was diese Kuppeln waren. Weißt du, was diese leuchtenden Gebilde waren? Das war unser Psydergy. Bist du verrückt? Habe doch gar keine Psydergy eingesetzt. Hey, ich kann stehen. Kann ich wieder bewegen? Ja. Du hast recht, kann auch wieder sehen. Sehen? Stehen? Keine Sorge, Ivan, mach nur, steh auf. Tralalalalala. Diese Barriere. Wir dachten doch, dass man Psydergy nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Jo. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich Psydergy einsetze... Aber was? Man kann die Psydergy nur einsetzen, wenn man sich darauf konzentriert. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass wir Psydergy projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Psydergy ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist. Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Nö. Nur wenn wir nicht brauchen. Ich stimme gerne zu, es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir derzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Isaac? Ja, nee. Diese Entscheidung fällig im nächsten Part, ja. Wir haben zwar nicht viel erreicht in diesem Part, aber im nächsten Part kommen wir doch sehr weit, Leute. Ja, sehr weit. Also dann, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Also dann, bis dann. Ciao.